Und herzlich willkommen zurück bei Bloody. Ja, der Space Engineer macht heute ein bisschen weiter. Allerdings, ich habe auch ein bisschen weiter gemacht, während ihr nicht dabei wart. Ressourcenfarmen ist das Langweiligste, was ich bisher gemacht habe. Auch mit der kleinen Herausforderung, dass das Bohrschiffchen überlebt. Das hat's auch. Bis jetzt, seit dem letzten Update von unserem Bohrschiff, nicht vom Spiel. Und wir ein paar mehr Thruster dran gebaut haben, ist es sogar relativ handelbar. Solange man auf den Horizont achtet, weil da die meisten Triebwerke nach unten dann gehen, eigentlich soweit in Ordnung. Ich habe noch ein paar andere Spots ausfindig gemacht auf dem Weg hin und her. Keine Ahnung, ob die sporadisch dazu spawnen, wenn andere Sachen weggehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da wo vorher nichts war, ist jetzt etwas. Aber jetzt zeige ich euch mal, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ja, ich habe mal wieder eine Aufnahme verkackt. Und zwar hier hinten. Ich habe etwas verfeinert, ein bisschen erweitert, weitergemacht, viel erzählt, was keinen mehr interessiert, da es keiner mehr hören kann. Ich habe hier Rundungen angebracht. Und hier eine vergessen. Nein, okay, wurde noch nicht angezeigt. Oh, gehen wir mal ein bisschen schneller rum. So, ich habe auf jeden Fall hier ein bisschen die Basis erweitert bzw. verschönert. Hier drin ist alles gleich geblieben. Hier kamen ein paar Sachen dazu. Da erkläre ich euch nachher noch was dazu. Es kamen Sachen hinzu und ich erkläre euch was dazu. Nicht schön, aber selten der Satz. Ja, wie gesagt, unsere Produktionsanlage ist alles gleich geblieben. Nur hier drüben. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen weitergemacht. Denn ich habe mir überlegt, den ganzen Kram mit einem Schweißschiff zu machen. Bäh. Bäh, das gefällt mir nicht. Ich will nicht extra noch ein Schweißschiff bauen. Das soll die Mondbasis werden, worüber wir ins komplette Universum dann starten werden. Deswegen habe ich auch einen schönen Mod. Die Nanite Control Factory. Habe ich mal ein Video drüber gemacht. Und die wird hier aufgestellt. Und die soll dann die ganze Basis fertigstellen. Um die zu betreiben, brauche ich einen Reaktor. Der ist hier. Also wird hier stehen. Es ist alles miteinander verbunden worden. Hier unten seht ihr, habe ich einiges weggepopelt und gebohrt und gemacht, getan. Alles miteinander verbunden. Ja. Das ist in der letzten eigentlichen Folge geschehen. Und keine Ahnung, ich habe meinen Grafiktreiber jetzt wieder gedowngradet, weil ich habe den mal geupdatet und seitdem habe ich teilweise schwarzes Bild, kein Ton, Spielabstürze und und. Deswegen wieder zurück zum Eigentlichen. Und ja, ich hoffe, die Aufnahme wird was. Ja, unser Bohrschiff, das lädt gerade auf oder hat sogar aufgeladen, wunderbar. Ja, die Sonne geht bald unter. Deswegen, Ressourcenfarmen müssen wir heute nicht mehr. Ich habe genug gesammelt gehabt. Ich zeige euch gleich auch nochmal den Fortschritt. Machen wir uns mal hier kurz Licht an. So, hier ging es jetzt weiter oder geht es jetzt weiter. Auf der anderen Seite hatte ich ja mal einen Tunnel gebohrt, wo dann später der Aufzug hinkommt zu unserem Solarturm. Hier drüben wird es ähnlich sein. Hier gibt es einen Korridor, wo wir lang gehen. Dann gibt es hier so eine kleine Halle. Hier wird auch ein Aufzug hinkommen. Und der führt dann später hier hoch. Das hier hinten ist einfach nur, damit ich weiß, wo ich lang muss. So, hier kommt dann auch noch ein Solarpanel drauf. Oder so ein Turm wieder drüben. Ja, und hier oben kommt dann eine große Plattform hin mit Aussichtsturm etc. etc. Was ich mir so überlegt habe. Ja, die Basis wird hier noch geschlossen werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe mal zu meinem Charakter zurück. Ich stehe auf der Rakete. Gut. So. Die Solarpanel sollten noch etwas Strom bekommen. Die Sonne wird aber trotzdem bald untergehen. Ich weiß jetzt nicht, was an Strom rausgeht. Während ich hier gebaut habe, habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Oh, komm. So. Gehen wir mal kurz gucken. Current Input. Ja, okay, die Solarpanel, die müssen wir erweitern. Die müssen wir erweitern. Denn unser Output momentan ist höher wie das, was wir reinbekommen.
Und unser Gesamt ist auch schon gesunken. Ich habe in der Zwischenzeit auch eine kleine Produktion gestartet von. Der hat die Solarzellen schon durchgehauen. Ich glaube, das sind 4 Solarzellen, wenn ich mich nicht irre. Und die patchen wir noch oben dran, damit wir wieder, damit wir weiter Strom haben. Okay. Das hier. Auch ein Mod, die beiden Blöcke. Und zwar ist das extra nur für Uran. Also eine Uranzentrifuge, wenn ich nicht alles täuscht. Und zwar auch bestückt jeweils. Also so eine Zentrifuge hat nur einen Erweiterungsslot an der Seite. Deswegen habe ich zwei übereinander gemacht, damit beide verbunden sind und nicht einer ins Leere ragt. Auf jeden Fall ein Effektivitätsmodul und ein Stromsparmodul. Ich denke mal, es werden noch Batterien hinzukommen, aber das machen wir dann. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Achso, ja, ein paar Fenster habe ich reingemacht. So kleinere Verschönerungen hier, die Treppen reingemacht. Die Nanite Control Factory wird später hier auf diesem Block stehen. Die ist 3 breit plus Erweiterung. Der ganze Kram, der wird auch noch verschwinden mit der Zeit. Aber um die herzustellen. Ja, okay, ich habe gerade mal kurz gehört, was die. Ja, die geht als an, aus, deswegen. Machen wir die auch jetzt mal komplett aus. Montageanlage, soll mal ein bisschen Strom sparen. So. Inventar. Ich muss mal ganz kurz gucken, was jetzt. Ja, Gold. Ihr seht, ich war fleißig. Ich habe sogar Uran gefunden. Ja. Silizium. Aber Silizium haben wir noch ein bisschen. Ah, da ist Silizium. Da haben wir noch ein bisschen Kobalt, Magnesium. Ah, da haben wir noch genug. In der Zwischenzeit ist auch hinzugekommen eine, wo haben wir, ein Lichtbogenofen, um Metall schneller zu verarbeiten, beziehungsweise Kobalt und Nickel. Diese drei Ressourcen verarbeitet ihr ja nur. Kobalt, warum? Ja, Komponenten für Schwerkraftgeneratoren. Ihr seht, wie viel ich da noch brauche. Eisen wird jetzt gerade noch als rot angezeigt, aber wir haben genug Eisen. Silber haben wir jetzt schon genug. Gold wird gerade produziert und Eisen haben wir. Kobalt. Kobalt könnte noch ein Problem werden. Ich glaube, so viel haben wir nicht. Aber soweit ich mich erinnere, ist eine Kobaltquelle nicht allzu weit von hier. Gut. Kommen wir mal zurück zum Eigentlichen. So viel gequatscht und noch nichts gemacht. Beziehungsweise so viel gemacht und keiner hat es mitgekriegt. Wir brauchen nämlich diese Superkondukte. Den packe ich auch mal hier rüber. Für. Moment. Ich schalte mal das Hub wieder ein. Ah, wo habe ich die hingepackt? Da. Die Nanite Control Factory. Gehen wir mal kurz hier rüber, da haben wir ein bisschen mehr Platz. So. Ihr seht, ein ganz schöner Trümmer. Und auf der rechten Seite seht ihr Superkondukte. 1200. Komponenten für Schwerkraftgenerator 350. Das ist eine ordentliche Menge. Also ich denke mal, oh, Energiezellen darf ich auch nicht vergessen, sehe ich gerade. Die habe ich so noch nicht gesehen. Das Ding ist teuer. Also von den Herstellungskosten. Aber es lohnt sich, denn später brauchen wir das Ding nur noch zu starten und die Nanites düsen los und bauen uns die komplette Basis. Und genau darum geht's. Also ich kann jetzt einfach Layout betreiben und das Teil nachher wird uns. Jo. Die Arbeit von abnehmen. Und das ermöglicht uns auch relativ zügig, bis auf die Bohrerei, die erspare ich euch. Ich werde immer mal wieder zwischendurch losziehen, offscreen und bohren, machen und tun. Eventuell nehme ich euch mit. Mal gucken. Aber ich möchte es nicht übertreiben. Ja, wie gesagt, wenn man eine Aufnahme verkackt hat, wo man so viel erzählt hat zwischendurch und möchte das jetzt in kürzester Zeit alles wiedergeben, vergisst man so einiges andere. Das war verbunden. Ich muss mich mal ganz kurz sammeln. Das haben wir gemacht. Der Reaktor. Wir haben ein bisschen Uran. Okay. Okay. Gut. Energie.
Die Sonne ist schon hinten am Horizont am Verschwinden, deswegen wir laden uns mal kurz auf. Ja, okay, Inventar mal kurz reingucken. Ja, wir laden nun mal unseren Sauerstoff auf. Den Lichtbogenofen habe ich, doch, Lichtbogenofen habe ich hier oben drauf gepapscht. Der hat ja keinerlei Erweiterungsslots. Du. Nep. Dankeschön. Und Hydrogen auch noch mal ein bisschen. Okay. Ja, Lager und sowas, das wird alles noch kommen. Da habe ich mir überlegt, das werden wir hier unten reindübeln. Also hier unten drinnen wird ein großer Bereich freigeräumt. Und na, hier können wir gerade mal durchstarten. Hier erkläre ich mal meinen Plan. Ich möchte nämlich einen kleinen Hangar. Also ich möchte nicht immer hier oben drauf parken, sondern einen kleinen Hangar möchte ich dann hier unten haben. Deswegen hier sind ja auch noch Ressourcen, die werden wir dann in der Zwischenzeit dann auch noch abbauen. Und hier kommt dann auf jeden Fall der Hangar hin. Die Plattform wird durchgezogen und der kommt ja dann rein. Okay, und da unten drunter dann weitere Lagermöglichkeiten. Da wir ja keine Asteroiden haben, brauchen wir nicht unbedingt Angst haben, dass uns von oben was aufs Dach fällt. Aber ich bin alles noch am Quatschen, habe noch nicht einen Schritt weiter gemacht. So, komm mal hier. Komm mal hier, komm mal her. Stahlplatten nehmen wir ein paar mit. Dann Herstellungskomponenten noch ein paar mehr. Nee, eben nicht mehr, so weniger. Stahlplatten brauchen wir so viel auch nicht. Wir brauchen Stahlrohr groß. 10. 10 sollten lang. Stahlrohr klein. Da haben wir noch ein paar. Und diese ganzen Solarzellen. Ah, 104. Kriegen wir mit. Wie gesagt, wir brauchen in Zukunft Energie. Fange ich hier drüben an. Die kriegen nämlich noch Strom. So. Ach so, die habe ich rausgelöscht. Macht nichts, macht nichts. Wo haben wir noch eine, die... Ah, hier. Oh, Solarzelle. Dankeschön. Aber bitte einmal eine andere diese Richtung drehen. Eins. Zwei. Jetzt habe ich... Zwei nach oben, dann muss ich allerdings auch zwei nach unten machen. Einfach nur wegen Gewicht. Ja. Moment. Moment. Ach so, okay. Ja, gut, das macht nichts. Das macht nichts. Das machen wir auch so. Boah. Ladezeit. Oder wahrscheinlich irgendwelche Performance-Probleme. So. Einmal da. Und. Einmal hier. Dann machen wir die hier nämlich wieder weg. Nein, nicht weg. So. So. Ja, seht ihr, wie schnell die Sonne weg ist? Aber die haben noch Strom. Computer vergessen. Können wir dann hier unten noch ein bisschen was dran machen? Ja. Solarzellen fehlen jetzt auch. Computer, die holen wir uns mal schnell. Habe ich vielleicht noch welche hier drin? Inventar. Natürlich keine Computer. Ja. Haben wir hier noch welche? Ja. Okay. Und aus. Und oh. Alles mal ein bisschen zügig machen. Bevor die Sonne ganz weg ist. Solarzellen haben wir vergessen. Aber die. Aua. Die hier sollte doch. Ja. Die geht fertig. Jetzt werden wahrscheinlich gleich die Motoren wieder ein bisschen gucken. Naja. Soll uns egal sein. So, Inventar, Solarzellen. Guck mal, wie viel kriegen wir mit? Okay. So. Auch gut. Und hier drüben. Jawohl, die kriegen wir auch fertig. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so. Ich habe auf einer meiner Maustasten L liegen. Für den Scheinwerfer. Oh, kommt noch aus Arma-Zeiten. Also Arma 3.
Bin ich ein großer Fan von, aber momentan nicht so wirklich die Lust drauf. Das habe ich damals tot gespielt. Solarzellen, die restlichen mitnehmen. Ich habe jetzt nicht darauf aufgepasst, ob uns noch irgendwas fehlt. Nee, gut. Sehr schön. Ja, schieb mich nicht weg. Okay, die kriegen aber alle noch Strom. Sonne. Ja, die hier unten nicht mehr ganz so viel. Egal. Die Solarzellen produzieren jetzt wie viel? Schnell mal gucken gehen. Ja, ich habe hier unten den Weg zugebaut. Durch diese Module. Gut, gucken wir doch mal. 1,4 Megawatt. Current Input, Current Output. Ja. Ja, so sollten wir die nächste Zeit auch mal ein bisschen schneller unsere Akkus vollkriegen. Wovon wir dann auch noch welche produzieren werden. Aber die Nanite Control Factory geht vor. Achso, so aufladen. Produktion. Du hast deine Tätigkeit komplett eingestellt. Habe ich dich ausgeschaltet gehabt? Okay. Das ist gar nicht mal so übel, weil dann können wir jetzt. Wie viel brauchen wir für diese Factory? Das waren noch ziemlich viele. Energiezellen. 750 Energiezellen. Alter Schwede. So. 750. Die mal bitte vorziehen. Inventar und ein Montageanlage an. Schön. Aber in der Zwischenzeit, ich möchte mal so ein bisschen was optimieren, dass ich nicht alles ins Kontrollfeld will, muss. Ah, die spatschen wir hier hin. Oh, super, sogar noch alles dabei. So, dann hätte ich ganz gern die Gruppe Montageanlage an aus und die Raffinerie an aus. Triebwerke. Achso, das sind die Triebwerke von oben und die Batterien. Gott. So kann ich jetzt einfach hier hingehen, wenn ich es mir merken kann. Und die Sachen so starten. Schön. Ja, die Türen. Ja. Die Factory geht vor. Die Factory geht vor. Die Factory geht vor. Haben wir denn jetzt eigentlich genug? Ach, er ist Kontrollfeld. So. Produktion. Dafür fehlt Eisen. Das glaube ich aber nicht. Wir haben nämlich, das ist die Montageanlage, okay. Aber die zieht sich das ja. Ja, 117k Eisen. Also genug. Wir haben genug. Schön. Das haben wir gemacht. Setzen wir doch mal diese Factory. Mal gucken, ob ich denn dafür genug dabei habe. Wo war der? Da soll die hin. Popeln wir mal den Kram weg. Aber so, dass ich es aufsammeln kann. Denn Eis müssen wir jetzt nicht unbedingt verschwenden. Ah. Okay. Ja, einiges unten drunter gefallen. Och, echt. Inventar, Eis. So. Wird der Kram hingefallen? Wahrscheinlich hier irgendwo runter. Kann ich gar nicht sehen. Naja. Soll uns recht sein. Oh, hier mal ordentlich Platz machen. Inventory full. Genau.
Boah, das ist so laut hier. In der Aufnahme drehe ich immer die Lautstärke in-game runter. Allerdings bringt mir das jetzt gerade nicht viel. Haben wir da noch irgendwas verloren? Okay. Oh, kann ich auch noch ein bisschen weg. Ja, ein bisschen was können wir ruhig verschwenden. Habe ich mich. Nein. Habe ich C gedrückt? Nee. Okay. Weil ich mich auf einmal so langsam. Ah. Hat das Inventar auf einmal was mit der Laufgeschwindigkeit zu tun? Oder gibt es da auch wieder so eine Tastenkombination, die ich nicht kenne? Ich bin doch genau davor. Ah. Nein. Inventar. Ah, diese ganzen Einzel. Na. Hab ich auch noch. Jetzt schon. Komme ich von hier dran? Ah, nee, nicht ganz. Inventar. So. Die restlichen paar noch raus, damit wir da was setzen können. Okay. Ah, weg, 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 weg. Alles weg, alles weg, muss alles weg. Wir brauchen Platz. Schön. Hab dich noch, da hat auch noch einer gelegen. Okay, den Rest machen wir mit der rechten Maustaste. Kein Bock jetzt noch ewig noch rumzusammeln. Ja, ne? Wo hänge ich? Oh, ist weg. Ist weg. Ich auch noch. Schön. Hier unten drunter machen wir das alles weg. Na, das ist aber nicht schön. Das ist aber nicht schön. Rutsch. Okay. Nehmen wir dich weg ohne. Genau, ohne die kaputt zu machen. Okay, jetzt sollten wir doch eigentlich Linie sein. Was ist mit dir? Ah. Okay. Hier ziehen wir mal die. Oh, dieses langsame Bewegen manchmal. So. Linie ziehen wir durch. So. Der kleine Vorteil, das ist kleiner Riesenvorteil von der Nanite Control Factory, ist halt auch, dass die Nanites durch Wände durchfliegen können. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Block haben, wo wir nicht mehr drankommen, ist es jetzt kein Beinbruch mehr. Allerdings. Und so. Gut, der Raum wäre geklärt. So, jetzt wieder zurück bauen. Na, da. Uff, ist groß. Die ist groß. Ja, drum, genau. Unten in der Mitte hat sie einen Anschluss. So, die kommt da hin. Und wir papschen da schon mal rein, was wir dabei haben. Wäre eh nicht viel. Ein bisschen Stahlplättchen, immerhin. Oh. Wir nehmen mit, was geht. Herstellungskomponenten werden wahrscheinlich einige brauchen. Anzeigen nehmen wir mit. Metallgerüst. Stahlrohr klein. Interne Panzerung werde ich wahrscheinlich noch produzieren müssen. Ah, ich habe noch Eis dabei. Genau. Stahlplatten. Panzerglas. Eigentlich braucht das Ding alles, was es gibt. Ja. Schupp. Alles drin. Na, was haben wir denn schon voll? Anzeigen, immerhin.
Kleiner Frachtcontainer. Hier ist nichts mehr drin. Achso, ich war ja auch am falschen. Energiezellen. Und Inventar voll. Ja, verlauf dich doch einfach mal in deiner eigenen Base. Inventar. Dann nehmen wir mal hiervon mit, was geht. Computer. Einer. Oh ja. Interner Panzerung. Die haben wir wenigstens. Herstellungskomponenten als nächstes. Ja. Die kommen wieder zurück. Herstellungskomponenten. So viel werden wir nicht brauchen, aber... Was warm haben wir? So. Ich glaube, Panzerglas hatte ich noch dabei. Genau, ist auch weg. Metallgerüst. Wir hatten doch noch jede Menge Krempel auch in unserer Rakete. Nee, das war verkehrt. Nee, lass mich mal hier durch. Warum laufe ich denn noch langsamer? Kann man das mit dem Mausrad machen? Wenn man irgendwie rennt? Nee, okay. Ich verdrück mich ständig. So, das alles zurück, die alle zurück, alles zurück, zurück. Computer, nee, hier, da haben wir doch noch ein paar. Okay, da haben wir nicht gelangt. Rakete, was haben wir denn da überhaupt noch drin? Da haben wir doch jede Menge Metallgerüst drin. Ja. So. Metallgerüst ist fertig. Was war das nächste? Stahlrohr groß. 150. Stahlplatten brauchen wir auch noch welche. Ja, ich wollte gerade wieder zur Rakete zurück. Aber lassen wir doch mal hier, was wir nicht brauchen. Und zwar euch alle. Strahlrohr groß. Strahlrohr groß 66. Das langt doch nicht. 87. Ja, Inventar. Haben wir noch irgendwo Strahlrohr groß gebunkert? Nein. Ja, nehmen wir die nochmal ein paar mit. Ja, das wird jetzt eine Riesenrennerei, diese Folge. Aber wenn das Ding später steht, wird uns erstmal die Energie flöten gehen. Bevor dann der Reaktor... Den sollte ich vielleicht auch als nächstes machen, aber... Wir machen eins nach dem anderen Stahlplatten. Dass wir die zumindest fertig kriegen. Den Rest drücke ich dann in den Reaktor. So... Stahlplatten waren voll. Hier. Zumindest eine Charge Stahlplatten ist fertig. Ja, komm. Gut. Hier nochmal hin. Wahnsinn. Da. Ja. Der macht das auch immer alles in den Verbinder oben rein. Das nervt mich auch. Da müssen wir... Oder ich muss dann noch den programmierbaren Block endlich mal aufstellen und das Skript starten, dass das Inventar geordnet wird. So. 87 von 150... jetzt. Immer so ein bisschen auf den Rand zielen. Eigentlich ist es ja wurscht, was wir mitnehmen. Wir brauchen eigentlich alles. Ja. Stahlrohr groß. Gehen wir doch mal kurz in unser Schiff. Rakete.
Da müssten wir doch auch noch. Ja, da haben wir noch Stahlrohr groß. Und Stahlrohrkomponenten für Schwerkraft, Sensorkomponenten, Energiezellen, Motoren. Motoren. Machen wir doch das mal. Motoren. Ui, können sogar alle mitnehmen. Okay, Motoren sind da drin. Wie viele brauchst du davon? 20 auch drin. Ah, okay. Ah. Energiezellen weitermachen. 95, wir kriegen nur 34 mit, weil ich doch die ganzen Motoren habe. Sensorkomponenten brauchen wir doch auch, oder? Sensorkomponenten, Energiezellen, Superkontakte, Computer. Auch noch mehr Computer. Oh. War ich wieder zurück? Haben wir denn hier noch Computer? Ja. So, Computer 450. Alles klar. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwas drin, was wir brauchen? Jo, ein bisschen Silizium haben wir sogar noch da. Nö, eigentlich haben wir nichts hier. Aber nehmen wir von denen noch welche mit. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das alle waren. Stahlrohrklein braucht das Ding wohl gar nicht. Du? Nein. Okay. Aber. Ups. Bringen wir die Dinge in unser Lager. So. Herstellungskomponenten haben wir doch auch ein paar gebraucht für. Genau. Für den Reaktor. Wie viel kriege ich von euch noch mit? Alle. Ja. Wie viel von euch? 90. Das ist doch auch gut. So. 90 von 1200. Computer, die müssen wir in Auftrag geben. Klar, zu wenig mitgenommen. Geben wir die doch mal in Auftrag. Alles können wir auch von hier machen. So, erstmal Inventar. Wo haben wir denn die ganzen Superconductors? Da. Kriege ich denn davon mit 400? Oh, die sind gar nicht so schwer, wie ich dachte. So. Computer. Schon wieder vergessen. Produktion. Ah, euch prügelt er durch. Wenn die 55 fertig sind, dann haben wir eigentlich auch alle. Das habe ich gesagt, Computer brauchen wir. Dann machen wir. Machen wir mal so viel. So, Inventar. Euch nehme ich mit. Euch auch. Euch nehme ich mit. Und 70 mal davon. Und, genau. Teilgerüst. Energiezellen, Superkontakte, Computer, Computer, okay. Ja, nicht mehr so viele. Ihr kommt weg. Hier kommt mal alle mit. Der Rest davon. Und kriege ich hiervon auch noch welche? Einer. Immerhin. Da auch noch. Okay.
Calgo ist gar nicht mitgenommen. So, Sensorkomponenten haben wir. Fehlt nur noch Superconductor, Energiezelle und Komponenten für Schwerkraftgeneratoren. Kriegen wir hin. Ja. Sauerstoff ist fast leer. Genau. Superconductor. Die hier noch. So. Hier fehlen noch einige. So. Metallgerüst nehmen wir uns mal ein bisschen was mit. Haben wir hier noch? Okay. Schon wieder verlaufen. Ja, das da rein. Euch da rein. Stahlrohr groß. Wie viel sind das? 40. Okay. Euch zurück. Stahlrohr groß. 31. Brauchen wir 40. Macht nichts. Die holen wir dann aus unserer Rakete raus. Ja. Leck. Tipp, Computer drin, Stahlrohr haben wir auch drin. Energiezellen fehlen noch 39. Euch wieder zurück. Energiezellen 39, das werden auch alle sein. Das nehmen wir noch ein bisschen mit. Na, was mit meiner Maus? Ja. Haben wir noch Platz für was anderes? Stahlrohr groß brauchte ich noch. Das holen wir gerade noch aus der Rakete. Gut. Dann hier rein, was reingehört. So. Super, ihr braucht auch Superkontakte. Ah, okay. So. Jawohl. Nur zwei Dinge. Superconductor und Komponenten für Schwerkraftgeneratoren. Kontrollfeld nicht, Produktion auch nicht. Ich muss K drücken, nicht I. So. Es fehlen nur noch so viele. Ah, da haben sich die versteckt. Okay. Euch hier rein und euch nehme ich mit. Da der Reaktor jetzt erstmal wichtiger wäre. Reaktor kommen in 2000. Brauchen wir denn dafür? Ach, schon wieder. Kies. Haben wir. Oh, 2000 waren das. 1, 2. Oh, zieh die mal bitte vor. Alles rot, alles rot, alles rot. Genau. Superconductor hatte ich noch dabei. Ui, die sind fertig. Haben wir noch welche übrig? 4 Stück. Boah. Jetzt hätte ich es richtig berechnet. Aber war das nur Glück? Ich muss gerade mal einen Blick auf mein Öhrchen werfen. Yep, wir sind dicke drüber. Das machen wir aber noch. Euch zurück. Okay. Ein bisschen hier von der Lautstärke weg, sonst kann ich mich nicht konzentrieren.
Mal kurz gucken. Ja, die Basis wächst und wächst und wächst. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer bis hierhin geschaut hat, lässt mal Kommentare, solltet ihr generell da lassen, egal ob ihr bisher geschaut habt. Wäre ganz schön, wenn ihr mal reinschreiben würdet, ob ihr es komplett guckt. Aber ansonsten Däumchen hoch, Däumchen runter. Eure Kommentare sind mir wichtig, denn nur so kann ich besser werden. Deswegen Positivkritik, Negativkritik, lasst da, was ihr lassen wollt oder was ihr könnt. Däumchen, Glöckchen, Abo wäre richtig nett. Und auch vielen Dank für die letzten Abos, die ich bekommen habe. Innerhalb von 2 Tagen ganze 4 Stück. Andere lachen darüber, für mich ist es viel. Deswegen vielen Dank dafür. Und ich bin Bloody, das war Space Engineers. Over and out. Bis zum nächsten Mal. Ciao.